Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gladius, der ersten Folge für heute. Später kommt noch Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Morgen sind es dann wieder drei Folgen wegen der Ada-Analyse. Ja, beim letzten Mal bei Gladius haben wir gegen die Herolde von Certo, Herolde des Certo gewonnen. Allerdings brauchten wir zwei Kämpfe. Den ersten Kampf haben wir ziemlich krachend verloren, den zweiten gewonnen. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Erfahrung hatten wir keine bekommen. Aber wir haben damit theoretisch die derzeitige Liga beendet. Theoretisch, denn ich will sie ja komplett abschließen. Deswegen gleich ins Antiquities Theater. Und wieder erst schauen ins Rekrutieren. Ob es hier was Neues gibt. Die Kette immer noch. Hier die Liner. Mit einem Schwert. Sonst nichts Großes, okay. Liegen. Ich will jetzt mal gucken. Also Civilis Antiquities hätten wir jetzt fertig. Wir haben aber nur Gold bekommen. Da würde ich mal gern schauen. Ah ja, man bekommt hier nur Gold. Interessant, wegen den Belohnungen. Ich war im Nachhinein etwas irritiert, dass wir keine Ausrüstung bekommen haben, aber gut. Alles klar, dann wollen wir heute die beiden letzten Kämpfe machen. Herolde des Certo. Die nächste ist die Schule von Antonio. 3 gegen 5. Für 500 Dinare werden wir mal sehen. Ich hoffe, das kriegen wir auch hin. Denn die sind ja schon relativ stark. Oh, nur Amazonen. Stufe 7, Chris Take, Georgia, Epir und Enora. Und Stufe 6, Hermina. Nur Stufe 7 und eine Stufe 6 Amazone. Interessant. Beschwerer und Tote Magier gehen nicht. Wenn ich jetzt wüsste, ob die Amazonen, sie gelten ja als Unterstützung, was die für Stärken haben, das wissen wir leider nicht. Aber wir können ja schnell gucken, ne? Dann will ich kurz rausgehen. Ich will kurz mal schauen in die Feindesgalerie. Weil nur Unterstützer, das sind 5 gegen 3. Das ist ja interessant, dass da nur Amazonen dann sind. Ich hoffe, sie sind jetzt hier drin. Beim letzten Mal waren sie nämlich nicht drin. Ja, sind sie, Amazonen-Unterstützung. Mal schauen. Kommt aus den Steppen der Winde. Ist vielleicht auch der Grund, warum man hier sie nicht dauerhaft anwerben kann. Obwohl sie einen Bogen tragen, setzen diese mutigen Kriegerinnen in der Schlacht vor allem auf ihre weiblichen Reize. Die meisten Männer wissen danach nicht einmal, was passiert ist. Ah ja, das heißt, hauptsächlich Frauen gegen sie benutzen, nehme ich an. Ja, nettes Porträt. Sieht auf jeden Fall durchaus schnieke aus. Mit nackten Füßen und so. Okay, das ist jetzt blöd, weil wir haben überwiegend Männer. Wir haben nicht nur Männer, aber überwiegend. Dann gehen wir jetzt nochmal rein. Mal sehen, ob es jetzt weiterhin so ist. Vielleicht sind sie auch deswegen so beliebt bei den Zuschauern. Denn hier steht's ja, ist überaus beliebt, ob wir die Einheimischen ebenso begeistern können. Sind's denn jetzt auch nur Amazonen? Ich glaube, die können in der Gruppe richtig gefährlich sein. Ja, es sind auch nur Amazonen. Diesmal gibt's auch nur eine Stufe 7 Amazone, die Hermina. Ansonsten die Georgia, die Epi, die Chris Take und die Enora auf Stufe 6. Immerhin, jetzt ist nur eine über uns. Okay, da sie anscheinend gegen Männer besonders stark wirken, nehme ich natürlich Ursula mit und nehme ich Jean mit. Und ja, wir hätten dann noch als Dame die Myrszila, unsere Sekutor. Dann hätten wir leicht Unterstützung und Mittel. Sie sind ja nur Unterstützung. Ja, ich glaube, ich nehme sie auch mal mit. Ich bin hier ein bisschen skeptisch bei dieser Wirkung gegen Männer. Dann nehme ich mal drei Damen mit. Okay, ich würde sagen, die gute Ursula geht zu der Stufe 7er Amazone. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo die ist. Da ist sie nicht. Das ist auch nicht. Das ist die Stufe 7er Amazone. Dann gehst du hier hin. Jean geht mal hier hin. Das sind ja Fernkämpfer auf die andere Seite. Und Myrszila geht mal hier hoch. Das sind ja alles Fernkämpfer. Ich sehe es ja, sie tragen alle Bögen. Das heißt, wir müssen an sie rankommen. Könnte jetzt ganz spannend werden, tatsächlich. Weil erstens sind sie zwei mehr als wir. Und zweitens, wie gesagt, die scheinen... Also gerade gegen Männer scheinen sie sehr stark zu sein. Den Effekt gegen Männer können sie jetzt bei uns nicht benutzen. Weil wir nur Frauen jetzt in die Schlacht führen.
Aber trotzdem werden wir mal sehen, wie wir gegen die Amazonen klarkommen. Und wer anfängt? Beginnen tut unsere Sekotor. Das ist sehr gut. Ja, die sehen schon schnieke aus. Ich kann durchaus verstehen, dass die eine Wirkung auf Männer haben. So, Überraschungsangriff. Beim letzten Mal war das ja leider nichts mit der guten Sekotor. Ach, kann sie nicht. Kommt sie ja nicht hin. Kann sie so? Kann sie normal schlagen? Sie kann normal schlagen, dann schlägt sie normal. Gleich Schaden machen. Und das sind gleich mal 13 Schaden. Hermine macht den zweiten Schlag. Ein Move-Bogenschuss. 16 Schaden an Jean. Okay, war Hermine die Stufe 6er? Also die Stufe 7er? Korrekt. Dann greife ich sie auch gleich an, aber nicht in der Mitte. Ich bin nicht von beiden Seiten angegriffen. Obwohl, doch, warum eigentlich nicht? Mit einem Schlagen. Leider weicht sie da aus. Schlechter Start, Ursula. Jean ist als nächstes dran. Einen... Nein, das wollte ich nicht. Einen weiten Wurf. Die werden wahrscheinlich viel Rüstung haben, weil die haben ja nicht wirklich Rüstung an. 34 Schaden von der guten Jean. Move-Bogenschuss. 15 Schaden gegen sie. Ich glaube, mit den Bögen sind die sehr gefährlich. Die andere greift auch an. Und zwar Ursula. Macht 7 Schaden bei Ursula. Okay, die beiden können sich wahrscheinlich nur bewegen. Nein. Oh, krass. Das war ein Kombi-Angriff und das brachte Jean auf Gelb. Aua, aua. Nein, ich will nicht fangen spielen. Vielen Dank. Ursula, 4 Schaden. Das tat gerade richtig weh. Puh, gefährliche Kriegerin. Überrascht natürlich keinen. Überraschungsangriff. Geht wieder nicht. Grr. Dann nochmal schlagen. Lass sie nicht aus den Augen. 7 Schaden. Die sind auch sehr groß, die Amazonen, ne? Das sieht man gerade bei der vor uns. Ein Giftpfeil. Damit ist Ursula vergiftet schlecht. Die ist größer als Ursula. Sehr große Kriegerinnen. So, weiter Wurf, liebe Jean. Auf die Stufe 7, ne? 34 Schaden. Und ich hoffe, Ursula trifft sie auch gleich. Schlagen. Da kam Nahkampfangriff. 8 Schaden. Aber ich glaube, im Nahkampf sind die nicht so gut. Aber die können sehr weit schießen. Das ist echt krass. Move-Bogenschuss. Wieder auf Ursula. 4 Schaden. Ja, Ursula kriegt kaum Schaden. Mir wäre ehrlich gesagt Jean Ärger. So. Ursula. Einen magischen Strahl vielleicht. Ja, dann triffst du nämlich beide. Sogar alle drei, aber du greifst sie vor allem an. Dam, dam, dam. Zweimal 16, einmal 17 Schaden. Nicht schlecht. Ja, wenn wir es können. Die können halt verdammt weit schießen. Ursula kriegt wieder 7 Schaden ab. Und die sind zu 5. Wir sind halt nur zu dritt. Das ist echt ein bisschen beschissen. 10 Schaden an Ursula. Die stirbt gerade ganz langsam. Wer ist noch so scharf? Hat gerade übrigens die Hermine gesagt. Ja, mit Verfügung haben sie offensichtlich sehr. So, Überraschungsangriff bitte. Macht ihnen viel Schaden. Sie kann sich ja dann nicht umdrehen. Yes, 28 Schaden. Damit ist die erste Amazone auf Gelb. Das war richtig gut. So, du machst einen langen Wurf, liebe Jean. Weiter auf die Hermine. Die dürfte dann auch auf Gelb sein. Ja, 51 Schaden. Die ist im unteren Gelbbereich. Ich denke, von Rüstung sind die nicht so stark, aber die hauen halt einen wahnsinnigen Schaden raus. Kombi-Angriff. Ja, da ist Ursula auf Gelb, wo wir gerade vom wahnsinnigen Schaden reden. So, Ursula. Einmal schlagen. Damit du im nächsten Zug dann einen Kombi-Angriff machen kannst. Jetzt ist die eine Amazone auf Rot. Ich denke, vom, wie gesagt, vom Leben her sind die nicht so krass, aber vom Schaden. Denn Jean ist im unteren Gelbbereich. 16 Schaden. Und da wird sie wieder angegriffen. Jetzt ist sie im Rotbereich. 15 Schaden. Lasst meine Kriegerinnen in Ruhe, die haben euch auch nichts getan. Und da hat Jean umgebrezt. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay. Liebe Myrszila, du machst nochmal einen Überraschungsangriff. Das hat gerade so gut geklappt. Kostet halt 2. 52. Schade, damit ist sie auf Rot. Weil sie sich halt nicht umdrehen kann. Das ist richtig gut. Weil die ja von hinten doppelten Schaden machen. Genauso wie die Banditen. Ursula ist auf Gelb. 7 Schaden. Und der Giftpfeil wieder.
Gift ist natürlich eine beschissene Sache, bis wir vor den Mongra-Schamanen. So, Ursula, Kombi-Angriff. Die Hermine hätte ich gerne ausgeschaltet. Die ist erledigt. Okay, damit ist die erste Amazone erledigt. Die stärkste auch. Miss Zila ist wieder dran und hier kann sie normal Schlagen machen. Damit ist die zweite Amazone... Nein, die lebt noch. Ja, von wegen, damit ist die zweite erledigt. Arschlecken. So, 15 Schaden beim Miss Zila. Nein, ich will nicht fangen spielen. Da ist sie einem Schuss ausgewichen. Sehr gut. Aber sie verliert ja jedes Mal durchs Vergiften Leben. Und jetzt hat sie einen abgewehrt. Sehr gut, Ursula. Weiter so. Willst du fangen spielen? Ach, lass meine Kriegerin in Ruhe. Aber mir gefällt die Sprache von den Amazonen, also die Stimme, die finde ich cool. So, jetzt nochmal ein Schlagen. Hause um. Sehr schön. Damit sind es nur noch drei Amazonen. Und wir sind zu zweit. Wir könnten das gewinnen, aber es ist nicht ganz sicher. Ja, ich glaube jetzt als zweites, glaube ich, sie hier an, weil sie ist schon verwundet. Sie ist auch verwundet. Sie noch nicht, ne? Nee, dann gehe ich zu ihr, weil ich glaube, zu der anderen kommt die Miss Zila hin. Gehe ich jetzt zu Enora. Ein Schlag. 15 Schaden. Die haben bestimmt auch spezielle Fähigkeiten gegen Männer, so wie von denen sich die Fähigkeit las. Ach, da kommst du nicht hin. Schlecht. Kommst du da hin? Nein. Dann gehst du hier hin. Weiter geht leider nicht. So, weitere Schüsse. Diese Kombi-Angriffe sind echt stark. Ich meine, Ursula ist fast erledigt. Das ist ganz blöd hier. Und das könnte sie erledigen. Ja. Jetzt haben wir noch unsere Sekotor und stehen 1 gegen 3. Ganz schlecht. Okay, Sekotor. Jetzt kommt es drauf an, einschlagen. Zumindest kann sie jetzt auch Schaden machen. 13 Schaden, aber ich glaube, wir werden das beim ersten Mal nicht schaffen. Aber diese mega vielen Schüsse, jetzt ist sie auf gelb. Ihr nervt ein bisschen mit euren Schüssen. Sie bewegt sich nur und da kam ein Giftpfeil. Leider ist jetzt auf gelb, ja, ist ganz schlecht. So, machen wir Überraschungsangriff oder machen wir Kombi-Angriff? Machen wir, ja, macht das mehr Schaden? Ich würde halt gerne hinter sie kommen, aber ich... Es geht halt nicht. Ich meine Speerattacke, ich glaube, die macht mehr Schaden. 33 Schaden. Ja, viel Schaden machen wir bei den Amazonen schon, aber sie macht auch Grundschaden bei uns. Jetzt ist unsere Sekotor auf Rot. Ich glaube, die stirbt gleich. Kombi-Angriff. Ja, da ist sie erledigt. Da haben uns die Amazonen volle Kanne fertig gemacht. Das probieren wir gleich nochmal. Ich meine, zwei der Amazonen waren tot. Ich glaube, so schlecht war das gar nicht. Aber die sind ja mal oberkrass. Das Gute ist, dass heute wieder die Musik gut ist. Das freut mich sehr zu sehen. Wir haben noch über die Hälfte der Zeit. Wir können es nochmal probieren. Ja, krasse Amazonen. Wer wird es das erste Mal mit denen zu tun? Und die haben unsere Kriegerin voll auseinandergenommen. Das Problem ist halt, wir haben sonst nur Männer. Oder Bestien. Ich weiß nicht, ob es auch auf Bestien wirkt. Ich weiß halt nicht, wie es sonst aussieht, weil da es ja vorher hieß, Männer wissen dann oft nicht, wie ihnen geschieht, glaube ich halt sehr fest, dass die spezielle Fähigkeiten gegen Männer haben. Das ist mein Problem. Deswegen probiere ich es jetzt nochmal mit unserem Dreier-Team, weil so schlecht war das gar nicht. Weil die bei eine die stärkste Amazone und eine der anderen war tot. Wir müssen nur versuchen, länger zu überleben. So, liegen. Antiquitis, Schule von Antonio. Ein männlicher Name. Schon interessant. Jetzt sind sie alle Stufe 7. Nein. Da machen wir neue. Wir hatten vorher nur eine Stufe 7 Amazone und da hatten wir schon genug Probleme. Da will ich nicht alle auf Stufe 7 haben. Jetzt sind sie alle auf Stufe 6. So, probieren wir es mal. Georgia, Epi, Chris Take, Amantha und Enora. Okay. Bei uns Ursula, bei uns Jean, bei uns Miss Zila. Weil, wie gesagt, ich behaupte, Männer gegen die zu schicken, ist nochmal ein bisschen dümmer. Ja, Jean kommt hier hin. Dann die Sekotor kommt hier hin. Und Ursula kommt hier hoch. So, ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin. Jetzt ist halt keine da, die... Also jetzt sind wir gleich das Level. Vorher war halt eine über uns im Level.
Ja, schon hier nicht ganz einfach. Aber das ist halt auch der vorletzte Kampf der Liga und er hatte drei Striche. Also, dass der nicht ganz einfach wird bei dem Einsatz, wusste man schon. Aber die Amazonen sind echt krass, muss man wirklich sagen. Für den Kaiser. Myszila beginnt den Kampf. Und könnte gleich vielleicht einen in den Rücken angreifen. Hoffentlich, hoffentlich. Nee. Laufangriff gibt es ja auch noch. Stimmt, habe ich vergessen. Trotzdem greift sie dir einen im Rücken an. Weil, wie gesagt, im Rücken doppelter Schaden. Wie bei den Banditen. Ja, die dreht sich halt um. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber 29 Schaden, das war okay. So, Ursula, du darfst auch gleich hier eine angreifen. Bäm, 15 Schaden. Und dann Jean. Ich glaube, ich nehme hier einen explosiven Wurfspeer, um mehrere zu treffen. Wie wäre das denn? Explosiver Wurfspeer, da könnten wir. So könnten wir alle drei treffen und uns selber nicht schaden. Das machen wir. Pam. Ja, ein bisschen unfair. Eine ist ausgewichen, aber wir sind auch in der Unterzahl hier. So, jetzt sind die Amazonen dran. Als erstes wird unsere Sekutor angegriffen, wehrt aber mit dem Schild ab. Sehr gut. Jeder Angriff, der abgewehrt oder ausgewichen wird, ist gut. Da wird sie auch angegriffen. Die Sekutor wehrt ebenfalls ab. Sehr schön, Myszila. Weiter so. Dann wahrscheinlich gegen Ursula, gell? Ja, da trifft auch ein Schuss. Ja gut, 10 Schaden ist noch nicht so viel. Und hier wird Jean angegriffen. Da sind schon 15 Schaden. Das war mehr. Und Ursula kriegt nochmal 8 Schaden ab. Okay, meine Liebe. Du kannst den Rücken angreifen. Das ist cool. Überraschungsangriff. Der macht im Rücken nämlich richtig viel Schaden. 117 Schaden. Und damit ist die erste Amazone getwohittet quasi. Sehr gut. Ja, die Sekotor ist nicht schlecht. Okay, langer Wurf. Kriegen wir sowas? Wir kriegen so nichts. Das heißt, wir gehen mit Jean einen Schritt vor. Ursula wird angegriffen, wehrt einen Schuss ab. Jetzt läuft es ja deutlich besser hier. Vom zweiten Schuss wird sie getroffen, aber nur 4 Schaden. Das ist fast nichts. Ursula, magischer Strahl, damit triffst du die beiden auf jeden Fall. Leider nur die beiden, aber egal. Wie gesagt, wir sind hier unterlegen, da greife ich natürlich alle an. Bäm, 24 und 24 Schaden. Sehr gut. Gut gemacht, Ursula. So, Myszila ist wieder dran. Laufangriff. Der ich beim Folgen mal echt vergessen. Ich würde sagen, sie ist verwundet. Du gehst auf die Verwundete. Das ist die Epi. Die greifst du an. Weil die ist die Verwundete. Und kriegt 29 Schaden. Georgia greift unsere Sekutor an. Trifft sie zweimal. Ein Angriff konnte aber durch den Schild abgewehrt werden. Gut. Und Epi greift sie auch an. 8 Schaden. Ist okay. So, Jean. Einen langen Wurf jetzt auf die Epi. Denn die wollen wir schnell erledigen. Pam. Das waren 64 Schaden. Die ist auf Gelb. Ja, jetzt gerade läuft es sehr gut. Da lief es vorher bedeutend schlechter. Fährst noch so scharf. Finde ich echt einen schönen Satz von den Amazonen. Einmal 8 Schaden bei Ursula. Einen Anschuss konnte sie abwehren. So, Ursula, einen Schlag. Damit du im nächsten Zug einen Kombi-Angriff machen kannst. 15 Schaden, sehr gut. Und Myszila, du machst jetzt die Speerattacke. Oder Kombi-Angriff. Nee, Speerattacke macht mehr Schaden. Damit ist die eine Amazone bei Rotbereich. 33 Schaden. Georgia greift an und trifft unsere Myszila nicht, allerdings ist ihr Schild zerstört. Das müssen wir nach dem Kampf ersetzen. Sie ist einem anderen Bogenschuss ausgewichen. Jetzt will sie sich richtig anstrengen, merkt man schon. So, Kombi-Angriff, liebe Ursula. Damit hast du deine Amazone auf Gelb gebracht. Sehr gut. Jean, schalte sie aus, obwohl das macht die Sekutor. Du greifst jetzt die Georgia an. Das war ein Treffer. Ja, 24 Schaden, das hätte mehr sein können, aber immerhin. Treffer ist Treffer. Ein Giftpfeil. 7 Schaden bei Ursula und vergiftet. Diese Vergiftung ist echt ätzend. Und nochmal 8 Schaden.
So, Mistzieler, du machst hier einen Sperrattacke, mehr brauchst du nicht, dann ist die erledigt. Sehr gut. Vergiss mich nicht. Nein, nein, Amazon, ich werde euch nicht vergessen, weil ihr habt mich einmal fertig gemacht. So, damit sind wir auf gleicher zahlenmäßiger Höhe wie die Amazonen. 15 Schaden bei unserer Sekotor. So, Laufangriff. Du könntest die Amazone treffen. Wenn nein, okay, dann gehst du auf die hier. Dann soll Jean die andere machen. Laufangriff. 38 Schaden auf Rot gebracht. Sehr gut. Und eine das geht noch nicht. Ein Schlag. Liebe Ursula, 15 Schaden. So, Jean, du darfst einen weiten Wurf machen. Auf sie hier. Mach ihr Schaden. Sehr gut. 64 Schaden. Das war nicht schlecht. Die ist auch gelb. Das war sehr gut. Ich denke mal, diesmal werden wir die Amazon hier gewinnen. Ursula wird im Nahkampf angegriffen. 9 Schaden. Ich glaube, Nahkampf ist für die Amazon, wie gesagt, eigentlich nicht so geil. Und 15 Schaden bei unserer Sekotor. Ja, hier sieht man es mal, was ein Level Unterschied macht. Und Sekotor wird auch weiter angegriffen. Weicht aber hier aus. Sehr gut. Jetzt ist sie gerade sehr gut, muss man wirklich sagen. So, eine Schwertacke, dann dürfte diese Amazone erledigt sein. Genau, damit sind es nur noch zwei. Diesmal haben wir den Kampf hier im Griff, weil wir haben noch keinen verloren. Ursula, ein Schlag. 15 Schaden. Und liebe Jean, ein langer Wurf. Treffer, sehr gut. 45 Schaden, damit ist die auf Rot. Die vorletzte. Ja, diesmal ein bisschen Griff. So, Laufangriff. Und natürlich greife ich von hinten an. Ach, kann ich nicht. Okay, dann von der Seite. Ist egal, macht trotzdem mehr Schaden. 38 Schaden. Ja, das ist die Sekotor richtig gut. Beim letzten Mal war die nicht so gut. Aber da war ich auch ein bisschen dumm mit ihr. 15 Schaden von der Amazone. Und jetzt kommt die Angriff, Ursula. Damit ist sie auf unteren Gelbbereich. Diesmal sollten wir es hier gewinnen. Diesmal sollten wir kein Problem haben. Giftpfeil auf Jean, aber Jean konnte ausweichen. Jean einen langen Wurf als Vergeltung. Sie könnte Georgia umhauen. Getroffen hat sie schon mal. Und sie hat sie auch umgehauen. Cool. Ja, dann haben wir jetzt quasi gewonnen. Es ist nur noch eine Amazone übrig und die ist fast erledigt. Sperrattacke, liebe... Oder macht der Überraschungsangriff mehr Schaden? Nein, Schwertacke, liebe Mistzieler. 33 Schaden. Die letzte Amazone ist fast erledigt. Diesmal haben wir kein Problem. Ja, ich will fangen und spielen. Mistzieler ist jetzt auf gelb, aber es ist unbedeutend. So, Ursula, mach den Sack zu. Einschlagen. Und damit haben wir einen weiteren Kampf gewonnen. Aber wie gesagt, die Amazonen waren ganz schön stark. Also gerade im ersten Kampf. Jetzt im zweiten Kampf waren sie nicht so heftig, aber im ersten Kampf waren sie richtig stark. Ich denke, wenn wir so eine bekommen, werde ich sie mir auch holen. Wir könnten ja hier eine anwerben, aber halt nicht dauerhaft. 3.085 Dinare bekommen für den wechselnden Mut und die ausländische Tapferkeit. Mistzieler hat 10.142 Erfahrungen. Jean 10.673 und Ursula 10.923, alle anderen 230. Weiterhin kein Level-Up. Okay, jetzt kommt nur noch eine Schule. Guter Kampf, wie ist es hier auch. Die Brutus Ferinus. 1 bis 4 gegen 4. Schickt eure besten Krieger in die Schlacht, um die Brutus Ferinus Schule herauszufordern. Wieder 500 Dinare Gebühr. Aber ich weiß nicht, ob wir die heute noch machen können. Werden wir gleich sehen. Erst speichern wir. Unbedingt speichern. Weil die Amazonen will ich nicht zwanghaft nochmal bekämpfen. Ich hoffe, die sehen wir so schnell nicht wieder. Weil die waren gerade echt stark. Wie gesagt, ich denke, gegen Männer wären sie noch schlimmer. Ja, 6 Minuten haben wir noch. Wisst ihr was? Ich probiere den Kampf. Vielleicht geht er ja ganz schnell. Liegen. Ich würde nämlich die Liga gerne abschließen. So, Brutus Ferinus. Mal sehen, was wir hier haben. Ist auch ein 3-Strich-Kampf. 2 Centurius, 2 Legionäre. Der Maglorius auf Stufe 6 und der Emaus auf Stufe 6. Und bei den Legionären den Omri und den Yasunre. Okay, das klingt doch machbar. Also 2 Schwert, 2 Mittel. Wir nehmen auf jeden Fall... Weißt du was? Ich nehme nochmal Mistzieler mit. Die war gerade gar nicht schlecht.
und vielleicht Säumers, also zwei leichte gegen die zwei schweren. Und gegen Mittel ist ja schwer gut. Dann nehme ich unseren Venutius und unseren Burie. Genau, so mache ich das. Und dann schauen wir mal. So, Myscila, wo ist denn der? Da ist der Legio, da ist der Centurio. Dann geht sie so. Säumers, da ist ein Legionär. Hier ist der zweite Centurio. Unser Samnite geht hier hin. Und Buri geht hier hin. Ich habe mich beim letzten Mal das mit leicht, mittel, schwer ein bisschen durcheinander gebracht. Aber diesmal müsste es so passen. 5 Minuten noch, ja. Ich hoffe, wir überziehen jetzt nicht. Aber es ist ja nur 1 bis 4 gegen 4. Es ist jetzt kein so großer Kampf. Da hätten wir halt die Liga fertig. Das wäre halt ganz geil. Dann könnten wir beim nächsten Mal eine neue Liga anfangen. Deswegen würde ich das jetzt gerne noch schaffen. Ach, in Türkis hier. Okay. Aus den Straßen ins Stadion. Ganz genau, Säumers. Du fängst auch an. Laufangriff. Und gehst hier gleich auf den Maglurerius. Ich habe bestimmt gerade den Namen falsch gesagt. 23 Schaden am Centurio. Myscila, du fängst ebenfalls Laufangriff an. Gegen den Emmaus. So, zeigen wir es den Imperianern. Buri ist dran. Buri macht eine Attacke natürlich gegen den Omri. Bam! Das sind 32 Schaden. Und unser Samnite ist noch nicht dran. Säumers wird angegriffen. Präzisionsangriff. Aua, 68 Schaden. Wer hat dir erlaubt, meinen Säumers anzugreifen? Grrr. So, Venutius, zeig ihm, wie sehr ich das nicht mag, wenn man meinen Säumers angreift. Schlage ihn von hinten. Das wird dich lernen, ihn nochmal anzugreifen. 53 Schaden. Wie kannst du das wagen? So, der Centurio greift unseren Samniten an, wird aber vom Schild abgewehrt. Ja, das stört mich jetzt nicht großartig. Und Emmaus greift ebenfalls Säumers an, wird aber vom Schild abgewehrt. Ach, ich habe das Schild vergessen bei Myscila. Hahaha, war doof. Egal, das holen wir nach dem Kampf. 6 Schaden am Buri oder halt beim nächsten Mal, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, Säumers, du greifst jetzt Ambrose an, weil der sich eh schon so hingestellt hat. Kombi-Angriff. Ändert aber nichts daran, dass ich ihn dann im nächsten Zug auch mit Myscila angreife, wollte ich schon sagen. Ein Laufangriff. Du entkommst mir nicht. So, doppelter Schaden von hinten. Machen ja hier beide. 63 Schaden auf Gelb. Wenn wir so weiter kämpfen, dann können wir das sehr schnell schaffen. Blöd ist halt, dass Säumers auch angegriffen wird. Der ist jetzt auch auf Gelb. Dieser freche Legionär. So ein Bengel hier. Komm, wir angreifen lieber, Buri. Mach ihm Schaden. Das sind 2 Treffer. Leider 1 mit dem Schild abgewehrt, aber naja. Jetzt machen wir Schaden. So, Säumers ist dran. Ein Schlagen. Macht 15 Schaden. Omri macht einen Kombi-Angriff, aber macht kaum Schaden bei Buri. Das ist gar nicht der Rede wert. Venutius, weiter den Yasunre angreifen, weil der ist ein frecher Bengel und will die ganze Zeit Säumers an die Kragen. Das will ich gar nicht. Schlagen. 79 Schaden auf Gelb. Und jetzt wird Säumers wieder angegriffen von dem anderen Legionär. 17 Schaden. Gruppenattacke. Da wehrt er einen Angriff ab. Wehrt er 2 Angriffe ab. Okay, dann hat auch Säumers sein Schild verloren. Aber 2 Schläge abgefangen. Und jeder wieder einen Schlag abgekriegt. Jetzt ist er auf Rot. Ja, Säumers könnte hier umfallen. Gruppenattacke. Die ist echt blöd mit der Gruppenattacke. Einen Schlag abbekommen, einem ausgewichen. So, Myscila ist dran. Ein Überraschungsangriff, denn sie steht ja hinter ihm. Hast du was im Auge? 86 Schaden auf Rot. Das war sehr gut. Leider hat Säumers gerade umgehauen. Der beschissene Legionär hat die Frechheit besessen, ihn umzuhauen. Dafür werden wir uns rächen. Buri, Kombi-Angriff beim Omri. Du hast deinen eigenen Gegner. Aber der wurde dreimal getroffen und ist auf Gelb. Da läuft der Kampf nicht schlecht. Und Myscila ja einmal schlagen. Na, Sperrattacke zur Sicherheit gegen den Emmaus.
Der ist erledigt. Okay, damit steht es 3 gegen 3. Weil ein Legionär, ein Centurio hier weniger. Jason greift jetzt Säumers an, greift jetzt unseren Samniten an, Feuerverbundenheitsangriff. 52 Schaden. Der ist immer noch rotzfrech, dieser Legionär. Bruhe wird zweimal getroffen von dreimal mit dem Kombiangriff, aber er hat Bruhe hatte kaum Schaden. So, Venutius. Jetzt sollten wir den langsam mal alle machen. Der ist, wie gesagt, rotzfrech hier. 53 Schaden und auf Rot. Und Buri, du machst einen Biss gegen deinen Legionär, aber das wird mit dem Schild abgewehrt. Myrscylla, Laufangriff. Jetzt ist die Frage. Auf jeden Fall hier, aber sie könnte halt, ja, macht aber eben nicht so viel Schaden, deswegen greift sie den Centurio an. Weil bei dem macht sie einfach mehr Schaden. 31. Aber auf Dauer braucht sie Hilfe. Kombiangriff 3. Zwei Treffer, zwei ausgewichen. Der hat mir ein Schild gerade zugeschlagen. Und 68 Schaden und auf Gelb. Dieser beschissene Legionär, wirklich, der kotzt mich voll an. Der greift down unsere leichten Krieger an und macht denen so viel Schaden. Das ist echt, jetzt komm, Samnite, mach ihn alle. So, nein, daneben, er hat's abgewehrt. Was für ein rotzfrecher Bengel einfach mal. Bori macht einen Biss. Und wieder wird der Schlag abgewehrt, aber zumindest hat er das Schild zerstört. Myrscylla, du greifst weiter den Centurio an. Mit der Speerattacke. 36 Schaden. Wir könnten hier verlieren. Wegen diesem beschissenen Legionär, der dauernd uns nervt. Feuerverbundenheitsangriff. Und er hat... Ja, er hat unsere... Sekutor umgehauen. Der ist wirklich dieser beschissene Kackvogel, ey. 23 Schaden bei unserem Samniten. Und Gruppenattacke 38 Schaden. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich lasse mir doch den Sieg nicht nehmen wegen so einem so blöden Legionär. Schlagen. Luftverbundenheit geht noch nicht. Jetzt macht den doch mal alle bitte. Dankeschön. Der Legionär ist erledigt. Der hat echt, der hat jetzt dafür gesorgt, dass beide unsere Leichten draußen waren. Der war echt sowas von eine Kretze. Der andere Legionär hat Buri verfehlt. Und Buri macht einen Biss. Diesmal kann er ja nicht mehr abwehren. Er kann aber natürlich ausweichen, was hier gerade passiert ist. Auch ein bisschen blöd. So. Der Samnite trifft dreimal. Unser Samnite ist halt auf Gelb. Also der Legionär, meine ich. Und er kann immer noch nicht den Angriff machen. Ja. Weiter schlagen. 30 Schaden. Wir können das hier immer noch gewinnen, aber Buri sollte jetzt langsam mal seinen Kampf beenden. Ein Biss. Ja, sehr schön. Endlich ein Treffer. 16 Schaden, der ist jetzt auf Rot. Sehr schön, Buri. Kombi-Angriff. Er hat halt kaum Schaden genommen bis jetzt. Leider ist die Musik gerade wieder kacke. Noch ein Biss. Und damit ist er erledigt. Gut, jetzt ist nur noch der feindliche Centurio. Jetzt werden wir ihn alle machen. Der könnte halt eventuell einen Stoßen unseren Samniten umhauen. So, Luftverbundenheitsangriff 3. Zeig's dem Kerl. Bam! 72 Schaden auf Rot und er wird vereist. Ja, das ist der besondere Effekt da. Und Buri, ein Angriff. Ich weiß, dass er wieder enteist, aber er kann da nicht abwehren und nicht ausweichen. Treffer. 13 Schaden. Wir werden das Match hier gewinnen, aber trotzdem. Sondern normale Stoßen, lieber Samnite. Also normale Schlagen. 15 Schaden. Und er haut den Samniten nicht um, weil er einen Angriff mit dem Schild abgewehrt hat. Normalen Schlagen. Und damit ist er fast erledigt. Buri, du darfst es beenden mit einem Schnappen. War aber jetzt ein ziemlich krasser Kampf am Ende, weil ganz ehrlich, gerade der eine Legionär hat unsere beiden Leichen umgehauen, sonst wäre der Kampf viel leichter geworden. Das Gute ist, dass wir jetzt die Liga gewonnen haben. Wir brauchen halt dann beim nächsten Part zwei Schilde für unseren Banditen und unsere Sekutor. Die hat es halt leider beide gerade umgehauen. 3105 Dinare nochmal bekommen. Buri 10.831 Erfahrungen.
10.602 Böszila, 11.397 Säumas und 9.992 Venutius, 184 alle anderen. Weiterhin kein Level Up, aber jetzt haben wir zumindest diese Liga hier abgeschlossen. Okay, ich bin gespannt, ob wir überzogen haben. Wir haben überzogen, 5 Minuten. Ja, dann hole ich jetzt noch schnell die Schilde, bevor ich die wieder vergesse, weil wir eh überzogen haben. Sowas dachte ich schon, aber ich wollte jetzt die Liga hier fertig machen. Hole ich schnell die beiden Schilde und dann hören wir auf. Das eine ist für Myst-Sila. Ausrüstung. Ich hoffe, wir haben für sie ein Schild. Ja, haben wir. Ich werde das Weidenschild hier nehmen. 7 Abwehr mehr, 3 Präzision weniger, aber noch 4 Schutz gegen Erdverbundenheit. Das kriegt sie. Und dann Säumers. Der kriegt jetzt den Schildbuckel. 6 Abwehr mehr und 1 Präzision weniger. So, dann werden wir jetzt speichern. Ich wollte halt nur den beiden schnell die Ausrüstung geben. Und genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir dann hier eine neue Liga in Syrna beginnen. Also waren jetzt schon harte Gegner. Die Amazonen erst, gegen die wir 2 Versuche brauchten. Und halt jetzt beim letzten, das war im Grunde kein harter Kampf. Aber dieser eine Legionär, der Hauptschuld daran war, dass halt unser Bandit und unser Sekretor K.O. gegangen sind, war schon ganz schön nervig, muss ich echt sagen. Ganz schön frech. Naja, ich würde mich freuen, wenn ihr später bei Sherlock Holmes auch wieder dabei seid, bei Crimes and Punishment. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.